und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Wir müssen ein bisschen leise sein. Da draußen treibt sich böses Volk rum. An einer Tür. Ist bei mir an der Tür? Nein. Ja? Ich schleiche mal zum anderen Fenster. Ich vertone nach, weil leider die Audiospur bei der Aufzeichnung verloren gegangen ist. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Es ist natürlich nachts. Ich sollte vielleicht schlafen gehen. Oh, da ist voller Monster da draußen. Das ist richtig schlimm. Ich versuche mal... Ja, ich verstecke mich hier, weil ich mich hier drin verstecke vielleicht. Vielleicht sehen sie mich dann nicht mehr. Und gehen weg. Nein, die riechen mich scheinbar. Die hauen nicht ab. Jetzt haben wir noch eine Kiste. Was können wir da gebrauchen? Das nehmen wir, da brauchen wir nichts von. Okay, lassen wir das so liegen. Okay. Irgendwie bringt das nichts, sich zu verstecken. Gehen wir hoch. Da lauert dieses Mistvieh, diese böse Spinne. Böse Spinne, böse Spinne. Ah, hat Glück, die Scheibe ist im Weg. Ich will mein Fenster auch nicht kaputt haben. Da draußen ist niemand. Also an meine Tür klopft es nicht, definitiv nicht. Das ist irgendwo anders, aber es ist Hölle laut. Das ist grausam. Wenn die Monster mich jetzt nicht stalken würde, dieser Lärm wird mich auch nicht schlafen lassen. Was mache ich denn jetzt bloß? Bin jetzt auch nicht mehr, ruhig zu sein jetzt, weil wir wissen ja eh, dass ich hier drin bin. Ja, neues Werkzeug, eine neue Spitzhacke könnte ich gebrauchen. Soll ich nochmal schnell eine craften, aber irgendwie zu wenig Eisen, ne? Vielleicht da Eisen drin? Ne, da ist auch kein Eisen drin. Habe ich im Ofen noch was? Auch nicht, natürlich nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie mal wieder in die Mine. Haben wir da noch was? Wir haben Diamanten, aber Diamanten wäre mir jetzt so ein bisschen schade. Wir haben so wenige davon. Das lassen wir lieber. Ist auch nichts drin, Mann. Gehen wir in den anderen Raum gucken. Gehen wir da drüben gucken. Ja, ist da was drin? Eine Spitzhacke. Wir nehmen die Spitzhacke mit. Die können uns ja schon mal helfen, weil unsere ist ja schon ziemlich runter. Ja. Einfach reichen. Dieses nervige piepsende Ton im Hintergrund, das ist eigentlich der eigentliche Mikrofonsignal. Aber wie gesagt, das hat ja da irgendwie hat er was Falsches abgegriffen. Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. So. Gehen wir hier nochmal gucken. Da craften wir uns mal. Ach ja, ein Bogen. Wie war es denn mit dem Bogen noch? Wie? So. Nein, so nicht. Nein, das war es nicht. Vielleicht so? Nee, so nicht. Nein, nein, so auch nicht. Wie war denn das noch? Das da. Ja, machen wir es da so. Umgekehrt. Ah, ja. Bogen. Ich glaube, wir hatten einen Bogen in der Kiste gehabt, einen anderen, ne? Mhm. Verschwendung von Material. Naja. Okay, wir haben jetzt unser eben halt noch einen Bogen. Und wir haben 21 Pfeile, das ist schon mal ganz gut. Sind wir gut gewappnet, um die ganzen bösen Viecher hier mal. Kalt zu machen. So, hier lang. Wo kommt das Geballer her? Erstmal die Spinne da runterholen. Ja, kommt nicht freiwillig runter? Na gut, dann müssen wir sie halt runterschießen. Das ist auch kein Problem. Ab in den Tag. So, zack. Komm, so. Und die Pünktchen hier. Komm, Pünktchen. Na komm, du auch. Komm, komm her. Na komm. Na komm runter da. Ja, will nicht. Ah, doch jetzt. Ah, und Level 25. Herrlich. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wer hier so einen Lärm macht. Diese. Da ist niemand. Vielleicht da, weil wir hatten schon mal auf der Terrasse einen. Nee, auf der Terrasse ist er auch nicht. Ja, die Gaffer hier, ne? Ey, geht gar nicht. Guck mal, woanders hin. Ihr seht nicht schön aus, also guckt woanders hin. Das ist echt eklig. Tür zu. So. Kommt der denn runter? Da oben? Ne, da oben ist keiner. Da drin? Nö. Hä? Ist der Geräusch auch weg? Nee, da ist er wieder. Wo ist er denn? In der Kirche? In der Kirche ist auch niemand. Nö, alles leer. Wo ist er denn? Wow. Ist er da oben irgendwie? Gehen wir mal. Bauen wir mal schnell eine Stufe da hoch. Das wollte ich so schon lange machen. Und noch vernünftige Treppen anbauen, ne? So wie der hübsch aussieht. Ich glaube, es hat uns doch mal einen Creeper weggesprengt.
mag ich mich zu erinnern. Aber hier ist auch niemand drin. Hm. Fürs Lava-Bad nehmen? Nee, doch lieber nicht. Ist das zu warm? Ah, da ist er ja. Da ist er ja. Zauber. So. Und wieder. Ein Pückchen eingesammelt. Sehr schön. Hallo, Nachbar. Okay. Alles ruhig, ja? Hm, der sieht auch scheiße aus. Alter Schwede. So. Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt Bienen? Oder bauen wir noch ein bisschen an der Stadt hier rum? Ich finde, das Dach könnte so ein bisschen... Finde ich so ein bisschen glatt. Müssen wir so ein bisschen vorbauen, dass das so ein Überbau ist. Das wäre gar nicht schlecht, ne? Hm. So. Ja gut, dann machen wir mit der Zwischenetage weiter. Ich denke, da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Und das mit der Eisen besorgen, das machen wir dann halt später. So, Nerdklasse, was ist weit weg, verdammter Mist. So, ist alles schön. Ups, na toll. So. So. Dann geht's weiter. Na, los. Na. So. Ist das ja nervig? Die Framerate ist auch ganz schlimm. Irgendwie, ich hab sie bei 15 rum. Weiß nicht, ob das jetzt an dem Update liegt oder ob das daran lag, dass mein Computer die ganze Nacht an war und das einfach ein bisschen behitzt ist. Hm. Also, in Ruhezustand, also wenn ich nicht aufnehme, dann hat er wieder 60 FPS. Das ist nur eine Aufnahme, dass er dabei 15 einbricht. Das, ich habe so eher den Verdacht, es liegt an dem Update. Und ich habe dir auch das Texture Pack nur, sag schon, konvertiert. Also ich habe jetzt noch kein neues runtergeladen. Mhm. Den Mac Patcher kann man jetzt auch konvertieren. Also die alten. Ach, irgendwas stimmt da nicht, ne? Irgendwie? Da habe ich was falsch gemacht. Hm. Das war anders. Das geht mal gar nicht, irgendwie. Natürlich habe ich nicht den richtigen Stein. Und 3 da, das ist viel zu wenig. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Sandschaufeln gehen oder Sandstein kloppen. Das sollten wir gleich mal tun. Wir bauen immer nur diese 3. Wo mache ich die mal hin? Gucken. Irgendwie ist das hier auch nicht so ganz... Ist das jetzt so richtig? Ja, doch, ja. Das ist einmal so eine Ecke. Hm, ja. Gut. Ja, da müssen wir kurz raus. Auf die Schnelle. Es wird auch schon wieder langsam dunkel. Hm. Wir können ja noch diese 35 Sand umbasteln zu Sandstein. So. Können wir ja nochmal 8 setzen. Jupp. So, zack, zack. Da auch noch einen. Jupp. Naja, siehst du, es wird doch langsam. Ich weiß noch gar nicht, was wir in der oberen Etage machen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache da oben eher meinen Schlafbereich hin, als hier unten. Hier unten was anderes. Ja, so Gäste zu empfangen, Tisch und sowas vielleicht hier unten hin. Ne? Und der unterste Etage, den Erdgeschoss, sind ja 2 Räume. Vielleicht soll ich noch einen Keller einbauen. Dann überlege ich mir noch. Ne? Das überlege ich. Den Keller werde ich wohl auch noch einbauen. Jetzt werde ich da eine Treppe, also die Leiter direkt runter, jetzt in diesen kleinen Raum, wo ich da eine Kiste versteckt habe. Was ja eigentlich kein richtiger Versteck ist, da wird ja jeder automatisch reingucken wollen. Einen kleinen Raum da. Wird man die Kiste sofort sehen. Ne? Aber da, wie gesagt, mache ich da wahrscheinlich einen Weg zum Keller runter. Mal gucken, wie ich das so mache. Ich muss ja auch noch den Boden auslegen im Haus. Also der Sandboden ist natürlich nicht so toll. Ja, wir könnten wieder ernten, möchten den Reif. So, dann ploppen wir mal ein bisschen Stein. Ja, ah, super, das fängt an zu regnen. Aber in dem Bereich, wie wir hier stehen, ist ja Wüste. Da regnet es natürlich nicht. Aber 5 Meter weiter... Da ist Dschungel und da gießt das natürlich auch wie aus Eimern. Hm? Stein runterkloppen hier. Zack, zack, her damit. Alles meins. Gib her. Oh, dieser Regen, ist das laut. Ich habe das Gefühl, ich müsste schreien, jetzt, weil der Regen so extrem laut ist. Aber ja, brauche ich natürlich nicht, weil ich denke, mein Mikrofon ist laut genug gestellt. Ich werde mich wahrscheinlich dennoch gut hören können, trotz Regen. Ja. So, was haben wir denn hier? Jetzt mache ich das hier noch. Oh nein, wo kommt der denn her? Scheiße! Nein! Nein, Mistig! Alter Schwede! Was für eine Reichweite er hatte? Ich war doch schon ziemlich weit weggesprungen und explodiert das Mistviech dann trotzdem. So ein Scheißviech.
Na gut, ich habe ja hier noch Stein da. Hauen wir da. Ja, toll. Na, jetzt. Ah, jetzt fange ich ins Loch rein. Scheiße. So. Ja, also. Es ist schwierig, wenn die. Wenn die Framerate so scheiße ist, kann man die Steine kaum setzen. So. Ich tippe nur einmal auf die Maus und dann klack, klack. Siehst du hier? Zack, wieder. Scheiße. Oh, der Regen macht mich bekloppt. Aber ich komme nicht noch ein Creeper angeschissen. Ich glaube, ich hatte es schon mal repariert gehabt. So. Sammeln wir mal weiter Steine sammeln, ein paar Stück. Das Loch haben wir ja soweit zu. Dann müssen wir sehen, dass wir hier auch noch irgendwas draus machen. Aus dieser Fläche, die wir jetzt im Moment nur abgrasen. Herrlich. Aber wir haben ja noch eine. Aber wir müssen wissen, was los, ne? Wenn wir die jetzt aufverbraucht haben, ist das schlecht. Wegen dem Minentechnisch und so. Und dann nur mit der Steinspitzhacke losgehen, ist ja auch doof. Ja, kein Creeper, kein Creeper. Alles klar, alles gut. Oh, es wird langsam dunkel. Wir sollten vielleicht gehen langsam. Ja, die Löcher machen wir noch zu. Wenn man nicht reinplumpse. Das nervt immer sehr. Gerade wenn man dann einen Creeper ausweichen will und dann hinter einem ist ein Loch. Super, da hat man ja gleich gewonnen. Ein richtiger Geburtstag, weil dann hüpft der Creeper nämlich gleich hinterher. Und zieht seinen Auslöser. Und puff. Na gut. Ja. Ja. Keiner kommt. Und die Kante vielleicht nochmal schnell wegnehmen. Na komm. Machen wir doch mal eben schnell, ne? Ja, die nehmen wir auch noch mit. Ah. Grünzeug, weg da. So, zack, zack. Alles schnell mitnehmen. Schneller, schneller. Die Sonne geht unter. Schneller. Ah, haben wir ein Loch wieder reingehackt da. Scheiße. Na egal. Machen wir gleich wieder zu. Zack, zack, zack. So, die Kante nehmen wir auch nochmal weg. Regen. Den Abstand halten. Creeper? Creeper? Kein Creeper. Okay. Alles gut. Kein Creeper. Hui. So. Ups. Lackt das gerade ein bisschen. So. Ja. Kämpf. Ah. Geschafft. So. Piep, piep, piep. Haben wir dieses schöne Piepen im Hintergrund. Toll. Es wird dunkel. Wir sollten langsam nach Hause ins wohlverdiente Bettchen. Ah, ja, herrlich, 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 herrlich. So, reinspaziert, juhu. Oh, was ist das? Nein, nein! Creeper. Ich hasse Creeper. Nein, mein Haus. Oder nicht nur so ein bisschen zerstört, wie komplett zerstört. Oh, die ganze, oh, alles weggerissen. Wie soll ich das denn wieder repariert kriegen? Oh. So ein Mist. Dann kann ich ja gleich wieder. Ja, muss ich gleich wieder nochmal Sandstein besorgen. Das reicht nicht aus, was ich habe. Scheiße. Manu. So ein Mist. Erstmal hier Mauer ziehen, weil es wird ja dunkel. Na, super. Alter Schwede, ist das ein Mist. Oh, wie war denn das noch? Mal gucken, das ist schwierig, wenn das jetzt so fragmentiert ist, sich zu orientieren. Oh, da ist der Aufwand weg. Oh, Alter Schwede, haben die eine Sprengleistung jetzt? Alter Schwede. Und die ganze Treppe auf weg. Na, klasse. Und draußen wird es dunkel. Ich werde gleich vom Viechern wimmeln. So ein Mist. Das kann natürlich mit mir passieren. Ich habe den überhaupt nicht erwartet. Ich habe meine Hütte war da ausge... Natürlich. Die stalken uns wieder. So eine Kackspinne wieder. Ah, die Viecher. Shit. Ah, geht das Gehämmer wieder an der Tür los. Ich werd bekloppt. So ein Mist. Was geht denn da jetzt? Was für einen Boden baue ich da rein? Ah, ich nehme mal Steinboden. Ich weiß nicht, ob ich das so lasse, aber erstmal mache ich Steinboden. Mach das Loch erstmal zu und dann denk mal, ich werde die... Verschwendung pur, klasse. So, ich werde wohl das Ganze... Also zumindest den ganzen Eingangsbereich mit Steinboden auslegen, wie die einzelnen Zimmer sind, weiß ich nicht, vielleicht Wolle, mir Wolle besorgen. Ah, weil es so leckt, ist das echt scheiße, die Klötze zu setzen. So, komm, hopp, hopp. Na komm schon. Ah, Manu. Ja, das Spiel will mich verarschen, oder? So. Draußen schleichen die Monster rum. Ah.
Am besten wackelt noch ein Creeper um die Ecke und reißt den Rest ab. Ja, da brauchen wir überhaupt keine Gedanken. Ah, wir haben gerade davon reden. Nein! Ah, Scheiße! Oh, ich hasse die, ich hasse Creeper, ich hasse die ganzen Monster. Ich muss jetzt töten gehen. Ich hasse euch. Stirb, dummes Viech. Ja, scheißegal. Ah, ich lag das auch noch, die Framerate total eingebrochen. Ah, Mistviech, scheiß Spinne. Zwei Spinnen, scheiße. Autsch, autsch. Ah, anderer Mann, den hol ich mir auch noch. Ich hab so richtig schlechte Laune. Stirb. Ah, scheiß Framerate. Scheiße, stirb, dummes Viech, stirb. Alter Schwede, die hauen aber ganz schön rein jetzt. Stirb, weg ist er. Autsch! Wo bist du? Autsch! Das Viecher! Da kommt noch ein scheiß Zombie dazu. Ich tot. Und wieder auferstanden. Da bin ich wieder. Oh, total nackt. Ganze wurde von Zombie erschlagen. Mein Haus. Scheiße. Ich hasse Creeper. Fall ich immer in dieses scheiß Loch rein. Komm ich hier nicht raus. Verdammte Scheiße. Ah. Krimskrams wiederholen. Oh, ein Riesenloch geschlagen. Verdammter Mist. Sieht so scheiße aus. Ach, das baut sich die Welt auch noch so kacke auf. Da liegen meine ganzen schönen Teile. Erstmal alles einsammeln. Ah, klasse. Einmal Experience. Alles weg. Aua! Lass mich in Ruhe. Hau ab, du Mistviech. Warte ab, du kriegst doch deine Schläge. Ist das ein Nervkram? Na, nach oben. So, jetzt rüste ich mich erstmal in Ruhe aus hier oben. Ich hoffe, die lassen mich erstmal in Ruhe. Schnell, Rüstung. Erstaunlich, meine Rüstung ist relativ. Ja, ist noch komplett, sehr schön. Helm bräuchte ich einen neuen. Der ist schon ein bisschen angeschlagen. So. Okay. Hey, wir schießen auf mich. Was soll denn das? Lass dich mal in Ruhe. Nicht ganz dicht. Ich kann doch nicht auf mich schießen jetzt. Ja, jetzt komme ich da nicht runter. Yeah, verdammt. Geh jetzt. Stirb, du Messi. Stirb. So. Wo ist er? Wo ist der Grunzer? Da ist er. Ja, verrecke. Ich erlöse dich. So. Mal, ich habe nur 6 Experience. Verdammte Scheiße nochmal. So ein Mess. Wo ist er? Der andere Mann. Wo ist er? Enderman? Hallo? Ein Lärm? Wo ist das Viech? Da ist er. Stirb! Autsch! Stirb! Ich werde dich kalt machen. Wo bist du, du Feigling? Ah. Nein, der geht nicht kaputt. Ja, noch mehr. Hier. Achso. Wo ist das Viech? Weg ist er. So ein Feigling. Da. Hä? Ein Lärm. So. Also, ey, wo ist er noch? Wir hören ja noch. Der stirbt. Ach, da ist er. Dieser Feigling kommt doch von hinten angeschissen. Wo ist er? Hinter dir. Komm mal, da, guck mal. Da ist er. Hau ihn auf die Füße. Auf die Füße. Stirb jetzt. Ah, haben wir schon wieder 7. Rufe 7. So, ich muss wieder krabbeln. Diese Viecher. Ah, mein Haus. Mein schönes Haus. Oh, ich weine gleich. So ein Mist. So, wie war denn das noch? Irgendwie kriegt das wieder zusammengebaut. Ah, ist das so derartig zerstört. Alter Schwede. Ich bin der Meinung, ich habe es ausgiebig hier ausgeleuchtet. Das dürfte eigentlich hier gar nichts spawnen. Aber anscheinend haben sie wohl das mit dem Update 1.5 wohl ein bisschen für uns zum Nachteil geregelt mit der Beleuchtung. Dass man wahrscheinlich noch mehr Beleuchtung einbauen muss, damit das effizient ist. Spinnen, hau ab, stirb. Autsch, das ist noch eine. Die kommen jetzt auch in Rudeln oder wie? Verdammter Mist. So. Also dunkel, eigentlich wollte ich schlafen, aber das kann ich voll vergessen. Jetzt brauche ich jetzt, repariere ich das Haus erstmal, so ein bisschen. Wo ein Mist. So, da noch einen hin. Ich weiß gar nicht, wie waren das noch so? Nicht
glaube, ist ein bisschen falsch, oder? Ja, sollen. Ah, stirb, stirb, stirb. So. Mist Zombie hier. Noch einer? Nix, alles ruhig. Ups, was ihn damit? So. Okay. Ja, wird wieder ins Loch gefallen natürlich. Ja, gut. Ja, machen wir es so. Komme ich da wieder hoch. Ja, wie war das noch? Schauen wir mal, das so richtig ist. Immer schaut der nicht hin, oder? Wie komisch. Naja, machen wir es mal hier zu. Bin ich nicht gesehen. Ah, genau. Ja, wir sind ganz schön nervig, die Zombies so. Ich habe meine Fackeln hingelegt, da haben wir die. Und jetzt haben wir sie noch alle wieder gekriegt, das ist gut. So, ich mache da unten. Weil ich fülle das jetzt nicht auf, den Hohlraum. Ich hoffe, die eine Fackel reicht einfach aus, um das Spawn zu vermeiden. Ja? Aber sonst hoch ist die Decke ja eh nicht unten. Ah, Mann. Ja, verschwende. So. Chaos beseitigen. Inventar ist total durcheinander. So. Okay. Gut. Ja, die Steinachse. Naja, die ist auch schon ziemlich runter. Das soll ich die erstmal verbrauchen. Aber gut, können wir später drum. So, ja, Inventar sortieren ist herrlich, macht Spaß. So. Ja, habe ich schlau gemacht. Vielleicht sollte ich auch die Steine in dem, genau, in die Auswahl nehmen. Ja. Erstmal baue ich jetzt mal ganz profan nur das Loch zu. Das andere kommt dann später. Es wird Tag endlich. Fremde hat sich ja so ein bisschen erholt. Das ist jetzt bei 18 bis 20, aber ist immer noch nicht so wirklich toll. Aber stimmt da nicht. So, ich mach mal die Tür raus. Das ist einfach nervig jetzt gerade in der Reparaturphase, dass man da immer Tür auf, Tür zu. Das nervt. Also irgendwas schaut da nicht so ganz hin. Ich glaube, ich muss einen weiter nach hinten, ne? So, der weg. So. Den Gammeln Fleisch nehmen wir mal mit, falls wir uns mal irgendwann ein paar Hundis besorgen. So, genau. Das sieht schon. Ich glaube, das ist schon. Ja. Meine Güte, ganz schön was zerstört, das Viech, ne? So. Ja, da muss leider Stein hin. Das müssen wir wieder rausnehmen. Ja, einmal rundherum, ne? Das ist nicht nur dort. Und, ich glaube, das. Erstmal mache ich mal gucken, wie es denn mal war. Und dann richten wir das alles schon. Ich soll mal Fackel hinbauen. Wir sind ja nie. Kommt, so. Schön ausleuchten. Ich weiß ja nicht, wie viel Licht wir jetzt brauchen, um die Viecher uns aus dem Haus zu halten. Ne, so. Das mal weg. So, wir müssen auch da die Wand wieder ziehen, damit der Raum wieder getrennt ist. Nein, ich will da nicht in die Kiste, ich will da nur die Wand ziehen. Ja. Genau so. Ja. Es tut mir ja leid, dass wir hier wieder am Haus bauen wollen. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen was anderes machen. Erstmal da oben die Decke reinziehen und dann eben halt noch mal Eisen farmen. Aber ja, also ab in die Minen und so. Aber das können wir erstmal knicken. Das Haus muss repariert werden. Das geht gar nicht. Ich kann das nicht so lassen. Treppen viel mehr. Kann die Treppen natürlich nicht. Hier. Na super. Eine ganze.
Da haben wir schon mal drei. Aber wir haben hier noch Sand. Das können wir ja noch verwerten. Daraus können wir ja nochmal Sandstein machen. Mhm. So. Zack. Da haben wir eine halbe Stunde verplempert, das Haus zu reparieren im Prinzip. Naja, fast 25 Minuten. Ich muss mein Mikrofon ein bisschen leiser einstellen, ist ganz schön laut, ne? Ich hoffe, es ist nicht total übersteuert. Okay. Klettersandsteinturm. Ja, das ist richtig. Ja, okay. Wir müssen natürlich einmal rundherum, da muss auch nochmal raus, ja. Dann machen wir es auch nochmal raus. Zack, zack. Huch. So ein bisschen disorientiert. So. Ja, so die Standardverwirrung halt, ne? So, alles klar. Dann ziehen wir das mal einmal durch da. So. So. Okay, wenn einer von euch ein schönes Texturpack kennt für 1.5, was auch richtig gut aussieht und alles unterstützt, könnt ihr ja mal den Link posten. In den Kommentare. Wäre gar nicht schlecht. Gucke ich es mir mal an, ob es mir gefällt. Ob ich es dann für meine Let's Plays verwenden kann. So. Das bleibt mich wieder einer in Facebook. Wack. So. Zack. Ja, gleich fertig. Sehr schön. Dann muss da die Wand natürlich auch wieder rein. Was soll denn das? Was mache ich denn da? Ja. So. Okay. Das sieht ja wieder nach einer Treppe aus. So, hier kann die Tür wieder rein. Ja, das Stein da draußen muss nochmal abgedeckt werden, wieder mit Sand. Das machen wir noch später. Da brauchen wir uns noch eine Druckplatte. Damit ich auch einfach wieder rauskomme und nicht wieder an der Tür immer ständig hängen bleibe. Sehr schön. Funktioniert. Fenster muss ich noch haben. Ja, hier ist Fenster heil, aber hier muss ich ein neues Fenster. Und das sind auch 4 hoch. Also 2x2. So. So. Ja, natürlich kein Glas. So, aber hier haben wir Schutzglas. Das müsste reichen eigentlich. Dann machen wir uns mal draus Glasplatten, das ist besser. Na. Hallo? Wir haben keine Glasplatten mehr. So, Glasplatten machen. So, siehst du wohl. Mann. So. So, dann setzen wir die Glasplatten mal ein hier. Alles gut. Fackeln. Ah, da ist auch noch ein Fenster offen, das sollten wir auch. Ganz wichtig, dass immer irgendwas in den Fenstern drin ist, weil auch ein offenes Fenster ein Creeper animieren könnte, wenn er da gerade davor steht und man steht selber auch davor, vor dieses offene Fenster, sich einfach zu zerlegen. Einfach mal ein bisschen, da habe ich einen Stein vergessen. Gut, machen wir dann nächstes Mal zu. Also, wenn ihr euer Häusle baut, macht unbedingt was in die Fenster rein. Ganz wichtig. Ja, das bringt die ganze Mauer drumherum nichts, wenn der Creeper an offenem Fenster steht. Dann hat er auch Lust, sich in die Luft zu sprengen. Da kennen sie überhaupt nichts. Na, und reißen euer halbes Haus auseinander. Sehr gut. Na, wow. Einen ganzen noch. Eine Klasse. Da haben wir ja richtig was reißen mit. Haben wir auch keine mehr da. Schlafen ist noch nicht. Tja, was machen wir denn? So, erstmal Disorientierung. Ganz normal. Mal runter. Was haben wir da drin?
Ja, mal gucken, ob ich da noch. Vielleicht liegen noch ein paar Items da rum. Ja, das Loch, das nervt ein bisschen, aber nee. Nee, ist nichts. Alles schon decayed, ne? Alles schon weg. Ah, schade. Ja. Weiß ja nicht, das Loch muss ich wohl irgendwie mal zumachen. Wohl unten den Sand stellen könnten wir ja mal rausklopfen. Aber da muss man ja noch mehr Sand auffüllen, ne? Ist ja auch doof. Ja, da füllt man auch noch ein bisschen Sand. Ja. Kein Sand mit. Doof. Dafür. Ja. Na gut. Was soll's. Nichtsdestotrotz, ich mache jetzt eine Pause. Wohlverdient, würde ich mal sagen. Das war ja reichlich Stress. Scheiß Creeper, sage ich nur. Alter Schwede, geht mal gar nicht. Also, auf Wiederschüss. Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Jetzt weg. Hier ist weg. Geh jetzt. Dschungel ist schön. Schöner Dschungel. Sehr schön. Schön, schön. Schön. Tschüss. Ich bin weg. Hallo. Geh jetzt weg.